Hier kümmert sich ein deutscher Meister um sein Sportgerät. Der Hauensteiner Wolfgang Seibel gehört seit vielen Jahren zu den weltbesten Tretrollerfahrern und zeigte im September, dass man auch mit 56 Jahren keineswegs zum alten Eisen gehört. Den Titel auf der 48 Kilometer langen Strecke holte er sich mit einem Vorsprung von 3,5 Minuten. Schon 2003 und 2005 war er deutscher Meister, 2008 Weltmeister der Veteranen und 2013, 14 und 15 nationaler Champion im Tretrollercross. Auch beim Radfahren und Laufen zeigte er sich bärenstark. Seibel siegte 2018 beim Trierer Cross Duathlon, beherrscht seit 2014 seine Altersklasse im Pfälzer Berglauf-Pokal und lässt bei vielen weiteren Läufen in der Region die Jungen immer wieder staunen. Wolfgang Seibel.